Ich arbeite gern in meiner Küche und habe dafür sogar extra einen Küchen-PC. Wobei PC jetzt ein großes Wort ist. Das sind einfach alte, ausrangierte Komponenten in einem Karton. Vieles davon war schon in meinem Ledertaschen-PC im Einsatz. Link hier oben. Jetzt habe ich mir sagen lassen, dass ein schrottiger PC auch Toaster genannt wird. Ein schrottiger PC in der Küche, der Toaster genannt wird und dringend ein Gehäuse braucht? Ich hatte noch diesen alten Toaster rumliegen. Und nur ganz kurze Zeit später, das ist mein Toaster-PC. Wie jeden anderen Toaster startet man ihn, indem man den Knopf runterdrückt. Und dann fängt er sanft an zu glühen. Die Intensität des Glühens lässt sich mit dem Knopf an der Vorderseite regeln. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine DVD verwendet habe, aber dieses Projekt schrie förmlich nach zwei Slot-in-DVD-Laufwerken in den Toastschlitzen. Und wenn man den Auswurfknopf drückt, werden die DVDs ausgeworfen. Die Rückseite sieht schon eher wie ein PC aus. Aber wenn man ihn runterfährt, macht er das hier. Und, gefällt er euch? Dafür gibt's extra einen Knopf. Und vielleicht sogar abonnieren, mir wird's enorm helfen. Und jetzt zeige ich euch, wie ich ihn gebaut habe und wie er von innen aussieht. Das ist der Toaster. Für einen Toaster ist er absurd groß, aber für meine Zwecke genau richtig. Mal sehen, wie ich da reinkomme. Aber erstmal kommen alte Krümel raus. Der Boden ist mit seltsamen Dreiecksschrauben angeschraubt, wahrscheinlich damit Typen wie ich nicht dran rumfuschen. Dafür habe ich natürlich keinen passenden Schraubendreher. Ein paar Schrauben habe ich einfach mit einer Zange losschrauben können. Bei anderen habe ich 3D-Fehldrucke aus PLA angeschmolzen und draufgedrückt. Damit ließen sich die Schrauben dann lösen. Aus dem Gehäuse konnte ich dann nach etwas Gegenwehr das deutlich kleinere Innenteil entnehmen, das die eigentliche Arbeit macht. Hier gibt es einen Elektromagneten, der den Toasteinsatz unten festhält und eine Feder, die die Toastscheiben nach oben befördert, wenn sie fertig sind. Beides werde ich für mein Projekt recyceln. Schon erstaunlich, was für Mengen an Krümeln aus dem Ding rauskommen. Und ein bisschen Putzen kann auch nicht schaden. Anhand der Mini-ITX-Spezifikationen habe ich mit SketchUp ein Gerüst für die PC-Komponenten konstruiert und mit dem 3D-Drucker gedruckt. Und zwar in grün, weil das einfach mein billiges Kladdematerial ist. Die endgültige Fassung soll später in schwarz gedruckt werden. Damit das Gerüst aber in das Toastergehäuse passt, muss die Öffnung im Boden vergrößert werden. Das habe ich zunächst mit den Trennscheiben vom Dremel versucht, aber das hat nur die Katze erschreckt und sonst nicht viel gebracht. Also doch die Flex. Auch hinten muss Blech weg, damit man an die Buchsen des Computers kommt. Mir war nicht klar, dass das Gehäuse des Toasters wirklich nur von den vier Schrauben in den Ecken zusammengehalten wird und dass das Blech unter Spannung steht. Also wird es jetzt mit Epoxidkleber wieder zusammengeklebt. Außerdem habe ich noch die eben geschnittene Blechkante mit einer Leiste verstärkt. Dann habe ich alle Komponenten montiert, das Gehäuse anprobiert, festgestellt, dass irgendwas nicht passt, das Design geändert und neu gedruckt. Ein paar Mal. Außerdem habe ich das Ding in diesem halbfertigen Zustand ausprobiert. So funktioniert übrigens der Power-Hebel. Wenn man den Hebel runterdrückt, betätigt er den Mikroschalter und der PC schaltet sich ein. Damit wird auch der Elektromagnet aktiviert und hält die Schraube fest. Wenn man den Hebel loslässt, wird er von der Feder ein kleines Stück nach oben gezogen, sodass der Mikroschalter nicht mehr gedrückt ist. Aber der Hebelschlitten wird noch immer von dem Magneten festgehalten. Wenn man den Computer runterfährt, geht auch der Elektromagnet aus und die Feder zieht den Hebel wieder nach oben. Ich wollte auch, dass der Toaster in der charakteristischen Lichtfarbe glüht. Dafür habe ich orangene LED-Streifen gekauft. Ich wollte aber, dass sie nicht plötzlich an- und ausgehen, sondern sanft ein- und ausfäden. Außerdem sollte die Helligkeit mit dem Regler auf der Vorderseite des Toasters regelbar sein. Mehr durch Rumprobieren als durch echtes Elektronikwissen bin ich auf diese Schaltung gekommen. Die habe ich auf einer Lochrasterplatine aufgebaut. Sieht gar nicht mal so schlimm aus. Mit den Trim-Potis kann man die Geschwindigkeit des Einfädens und den Regelbereich des Drehknopfes am Toaster einstellen. Wo wir gerade von dem Drehknopf sprechen, der ist weg.
Also habe ich einen neuen konstruiert und 3D gedruckt. Um die Zahlen weiß einzufärben, habe ich erst die Oberseite eingefettet, damit sie den Lack nicht annimmt. Und dann mit einem Lackstift weißen Lack in die vertieften Ziffern gedrückt. Nachdem er getrocknet war, habe ich den überschüssigen Lack abgekratzt, abgeschliffen, poliert und schließlich klar lackiert. Das sieht halbwegs okay aus, wenn man nicht so genau hinsieht. Jetzt habe ich meine Schaltung und den Drehregler am Toastergehäuse befestigt. Bei der Gelegenheit habe ich auch noch einen der LED-Streifen am unteren Rand des Gehäuses aufgeklebt. Ein PC in einem Toastergehäuse muss ja unbedingt 2 Slot in DVD-Laufwerke oben in den Schlitzen haben. Die müssen natürlich beide ihre DVDs auswerfen, wenn man auf den Knopf vorne am Toaster drückt, denn dafür ist er ja da. Dazu habe ich auf der kleinen Platine vorne in den Laufwerken parallel zum Eject-Knopf dünne Kabel angelötet. Die werden dann später mit einem Relais geschaltet. Damit der Teil, der durch die Toastschlitze zu sehen ist, im ausgeschalteten Zustand schwarz ist, aber im Betrieb toastig leuchtet, habe ich ihn transparent gedruckt und nur oberflächlich mit schwarzem Sprühlack lackiert. Und damit konnte ich mit dem endgültigen Zusammenbau beginnen. In das Bodenteil wird das Motherboard eingeschraubt. Dann wird das hintere Teil aufgesetzt und festgeschraubt. Daran wird das Netzteil und der 60 mm Lüfter befestigt. Auf der Vorderseite wird die Schiene für den Starthebel angebaut, die auch die Stütze für das Oberteil ist. In dieses Oberteil setze ich die optischen Laufwerke sowie die SSD ein und dann wird es angeschraubt. Jetzt wird mit einem Riser-Kabel die Grafikkarte eingesetzt. Der Mikroschalter wird so angeschraubt, dass das auch mit der Einschaltotronik funktioniert. Das ist das Relais für die Eject-Knöpfe. Die Stromversorgung für das Relais, die DVD-Laufwerke und die LED-Platine wird mit Vago-Klemmen verkabelt. Die LEDs funktionieren schon mal. Und der Eject-Knopf auch. Yay! Unter dem Griff der Krümelschublade wird die Kabelverbindung zum Gehäuse versteckt. Diese Leisten sind die Verbindung zwischen Toastergehäuse und Innenleben und außerdem sollen sie Licht durchlassen. Jetzt den Deckel drauf und wieso passt das nicht? Nach ein paar dezenten, vorsichtigen Designänderungen hat es dann doch gepasst. Und jetzt nur noch den Knopf anschrauben. Und jetzt habe ich sogar schon dieses Video mit dem Toaster geschnitten und das ging super. Aber das ist wahrscheinlich noch nicht das Ende des Projekts. Ich denke über ein Hardware-Upgrade nach, aber dann brauche ich auch bessere Kühlung. Falls ihr Ideen zu dem Thema habt, gerne in die Kommentare. Wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es weitergeht. Und in der Zwischenzeit guckt euch doch ein paar von den Videos hier an. Bis zum nächsten Mal.